Mit Battlefront 2 präsentiert uns EA nach 7 Jahren Wartezeit endlich wieder eine vollwertige Singleplayer-Kampagne. Doch inwieweit kann diese überzeugen und wird sie ihren Ansprüchen auch gerecht? Peert sie nach! Es beginnt alles ganz entspannt. Mit einem Druide ID-10, bekannt aus dem Roman, schleichen wir uns durch das Feindschiff. Die Mission, unsere Herrin befreien, die sich gefangen nehmen lassen hat, um die Pläne rund um Endor geheim halten zu können. Gutes Timing. Gehen wir. Nachdem die Daten gelöscht sind, fliehen wir und räumen auf Endor auf. Dann geschieht das Unfassbare. Der zweite Todesstern wird zerstört. Aiden wird zu ihrem Vater gerufen und in die Operation Asche eingeweiht. Dies führt jedoch zu Spannungen zwischen ihr und ihrem Vater, als es darum geht, die imperiale Vorzeigewelt Vardos zu vernichten. Und andere folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat. Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aiden und Delmico stellen sich gegen Agent Husk und Garrick Versio und desertieren. Danach driftet die Story in klischeehafte Muster- und Läuterungsszenarien ab. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Anfangs beschließen sie, keine Rebellen sein zu wollen. Wir wollen keine Rebellen werden. 20 wir Minuten später im Spiel sind sie offizielle Rebellen. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Ma'am. Ebenfalls kritisch ist die Auflösung der Spannung mit der Hauptfigur Aiden Versio durch teils unsinnige Heldenkapitel, in welchen wir unter anderem Han Solo und Lando Calrissian spielen dürfen. Während sich das Luke- sowie auch das Leia-Kapitel noch halbwegs sinnvoll eingliedern, erscheinen die anderen beiden mehr Fanservice als notwendig zu sein. Sterbe ich hier? Bin ich froh, dass sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Ah, siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass wir nach knapp 2 Stunden Gameplay bereits Rebellen sind. Was bedeutet, dass das angekündigte imperiale Gameplay, die sogenannte imperiale Kampagne, gerade mal 1/3 des Spiels einnimmt. Dies ist eine katastrophale Tatsache, gerade wenn man bedenkt, wie perfekt der Tie-In-Roman die Charaktere eingeführt und ihre Handlungsmotivation für das Imperium dargelegt hat. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shriv, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Was ebenso zu kurz kommt, ist die Charakterzeichnung. Statt Heldenkapitel hätte ich lieber mehr über Gideon Hasks Vergangenheit erfahren. Von dieser hört man nämlich so gut wie gar nichts. Ohne Buchkenntnis erscheint sein blinder Eifer gegenüber dem Imperium nur konstruiert zu sein und dem Standardspieler total unschlüssig.
Meinen Glückwunsch, Commander Hask. Doch das Prinzip des Konstruierens zieht sich durch die gesamte Story. Als erstes Ziel von Operation Asche wird die loyalste imperiale Welt Vardos ausgewählt, um Angst in der Galaxis zu schüren. Das einzige, was damit geschürt wird, ist der Hass der eigenen Leute auf das Imperium. Es schadet weder den Rebellen noch der neuen Republik. Einzig das unterstützende Fundament des Imperiums wird damit zerstört. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Die Frage, die bleibt, gibt es nicht wichtigere Welten, die es zu zerstören gilt? Bevor man die eigene Position unterminiert, sollte man lieber Endor mit seinen helmtrommelnden Ewoks angreifen. Letztendlich bleibt ein weiterer Fahrdabeigeschmack bei der Versprechung, die Entstehung der Ersten Ordnung miterleben zu können. Nach der Schlacht von Jakku, welche aus anderen Romanen bekannt ist, springen wir mehr als 20 Jahre in die Zukunft und sehen Sturmtruppen der Ersten Ordnung als auch Kylo Ren. Wir wissen also genauso viel wie vor dem Spiel, was sehr schade ist und offensichtlich auch falsch kommuniziert wurde. Allein die Soundkulisse und die hervorragende Grafik machen die negative Einstellung wieder wett. Genauso wie die oftmals abwechslungsreiche Missionsgestaltung. Trotzdem schafft es Battlefront 2 nicht, mit seiner Kampagne die Versprechungen einzulösen. Wir erleben weder eine imperiale Kampagne, denn das würde alles umschließen, noch eine wirkliche Anteilnahme an der Entstehung der Ersten Ordnung. Deshalb kann ich für das Spiel nur 2 von 5 Holocrons vergeben. Meine Empfehlung, den fabelhaften Roman lesen, und das nun retrospektiv deutliche Eingeständnis des Seitenwechsels im letzten Kapitel, im Dialog von Aiden und Delmico überlesen. Ein Let's Play ansehen und glauben, Aiden wäre die ganze Zeit undercover bei der Rebellion. Das würde eine perfekte Story ausmachen.